Der Goldschopfpinguin. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi selbst in der Antarktis gedreht. Der Goldschopfpinguin, Eudyptes Chrysolophus, ist eine Pinguinart aus der Gattung der Schopfpinguine. Er ist weltweit die häufigste Pinguinart und kommt auf vielen subantarktischen Inseln sowie im äußersten Süden Südamerikas vor. Der Goldschopfpinguin ist mit einer Größe um 70 cm bei einem Durchschnittsgewicht von 5,5 kg der größte Vertreter der Gattung der Schopfpinguine. Weibliche Tiere sind kleiner als männliche. Der Kopf und die Oberseite des Körpers sind blau-schwarz, die Körperunterseite ist weiß. Besonders auffällig ist ein Überaugenstreif aus goldgelben Federn, der von der Mitte der Stirn aus nach hinten hin ausstrahlt. Am Ansatz des rotbraunen Schnabels liegt etwas rosafarbene Haut frei, ebenso sind Füße und Beine rosa. Die Augen sind rot. Ein Sexualdichroismus fehlt. Jungtiere weichen durch fehlende Schopffedern, braune Augen und braun-schwarze Schnäbel von diesem Erscheinungsbild ab. Brutkolonien des Goldschopfpinguins finden sich auf zahlreichen subantarktischen Inseln des Indischen Ozeans, Kerguelen, Crozeta-Kippel, Heard- und McDonald-Inseln, Prinz-Edward-Inseln, sowie des Atlantischen Ozeans, Burwitinsel, Südgeorgien, südliche Shetland-Inseln und südliche Orkney-Inseln. 9 kleine Kolonien finden sich auch auf Inseln an der Südspitze Südamerikas. Der Bestand des Goldschopfpinguins wird auf über 9 Millionen Brutpaare geschätzt. Aufgrund dessen gilt die Art als ungefährdet. Die südamerikanische Population umfasst dabei nur rund 12.000 Paare. Weibliche Tiere brüten ab dem 5. Lebensjahr, männliche Tiere nur selten vor dem 6. Sie sind sehr orts- und partnertreu. Die Brutzeit beginnt Mitte Oktober. Als Brutplatz dienen Felsküsten und niedrige Klippen, die Nestdichte beträgt 0,7 bis 1,4 Nester pro Quadratmeter. Im Abstand von 4 bis 5 Tagen werden 2 Eier gelegt, das erste wiegt rund 93 Gramm, das zweite rund 150 Gramm. Das zweite Ei liegt dabei hinter dem ersten, wo die Temperatur am stabilsten ist und das Ei weniger stark der Gefahr des Verlustes oder des Raubs unterliegt. Das kleinere erste Ei bedarf einer längeren Brutzeit und wird nur selten erfolgreich bebrütet. Die Brutzeit dauert rund 5 Wochen und teilt sich in 3 gleich lang dauernde Phasen. In der ersten Phase sind beide Elternteile am Nest, in der zweiten brütet nur das Weibchen, in der dritten nur das Männchen. Der jeweils andere Partner geht auf die Jagd. Das Weibchen kehrt teilweise erst eine Woche nach dem Schlupf der Küken zurück, solange müssen die Küken gegebenenfalls auf ihre erste Mahlzeit warten. Nach dem Schlupf fudert das Männchen die Küken für weitere 24 Tage, während das Weibchen auf die Jagd geht. Die Küken werden nach ihrer ersten Mahlzeit täglich gefüttert, frisch geschlüpfte Küken brauchen rund 200 Gramm am Tag. Am Ende der 24 Tage haben die Küken ihr zweites Dunenkleid entwickelt, verlassen die Nester und bilden mit anderen Kükengruppen, die es beiden Eltern erlauben, das Nest zu verlassen und auf Jagd zu gehen, um dem wachsenden Nahrungsbedarf des Kükens nachzukommen, pro Fütterung zu dieser Zeit rund 1000 Gramm. Im Alter von 11 Wochen entwickeln die Tiere ein wasserfestes Federkleid und werden selbstständig. 3 Wochen, nachdem die Küken unabhängig geworden sind, beginnt die Nauser der Altvögel, die rund 25 Tage dauert. Anschließend verlassen die Vögel die Brutplätze, die Wintermonate verbringen sie im Meer. Der Eselspinguin. Der Eselspinguin, Pygus Celis papua, ist eine Pinguinart in der Gattung der Langschwanzpinguine, Pygus Celis, und am engsten mit dem Adelie-Pinguin, P. adelie, sowie dem Zügelpinguin, P. antarctica, verwandt. Eselspinguine sind die schnellsten Schwimmer unter den Pinguinen, sie erreichen dabei bis zu 27 km pro Stunde, nach anderen Quellen bis zu 36 km pro Stunde. Der Eselspinguin gilt auch als scheueste bekannte Pinguinart. Seinen Namen hat er vom eselsartigen Geschrei,
mit dem vor Eierdieben gewarnt wird und das auch während der Paarungszeit zu hören ist. Eselpinguine werden bis zu 80 cm groß und 5,5 bis 6 kg schwer. Männchen haben kurz vor der Mause ein Höchstgewicht von ungefähr 8 kg und kurz vor deren Abschluss ein Minimalgewicht von ungefähr 5,5 kg. Die Weibchen können vor der Mause 7,5 kg wiegen. Eselpinguine leben in der Antarktis und auf den subantarktischen Inseln. Die Hauptkolonien sind auf den Falklandinseln, auf Südgeorgien und den Kerguelen. Kleinere Kolonien brüten auf der Macquarie-Insel, den Heard- und McDonald-Inseln und auf der antarktischen Halbinsel. Der Bestand umfasst etwa 300.000 Tiere. Eselpinguine ernähren sich vorwiegend von kleinen Fischen und Krill. Ihre natürlichen Feinde im Wasser sind Seelöwen, Seeleoparden und Orcas. An Land haben erwachsene Eselpinguine im Prinzip keine Feinde, aber es kommt vor, dass Raubmöwen Eier und Küken stehlen. Die Nester der Art bestehen normalerweise aus einem kreisförmigen Stapel von Steinen. Sie können ziemlich groß sein, 20 cm Höhe und 25 cm Durchmesser sind keine Seltenheit. Die Brutzeit findet im Allgemeinen im September statt. Das Weibchen legt zwei ca. 130 Gramm schwere Eier. Die Altvögel wechseln sich beim Brüten, das etwa 34 bis 36 Tage dauert, ab. Nach dem Schlüpfen bleiben die Küken ungefähr 30 Tage in ihren Nestern. Danach bekommen sie ihr Vorerwachsenengefieder, das sie etwa 80 bis 100 Tage behalten, bis sie sich erneut mausern und zum Tauchen im Meer fähig sind.